Guten Morgen, ihr Lieben. Heute habe ich ein Paket für euch. Und zwar ist das der Next Sale Shopping Haul. Ich weiß gar nicht, letzte Woche irgendwann wurde bei Next... Ich mache mal eben das Paket auf, das ist ein bisschen laut. Und zwar letzte Woche irgendwann war bei Next auf der Online-Seite, im Online-Shop, der Sale. Oder ist gestartet, der ist ja immer noch. Jetzt ist das aber meistens so, dass, hatte ich glaube ich schon mal in irgendeinem Video gesagt, erstens ist der Sale in England viel günstiger. Also da machen die alles zum halben Preis. In Deutschland ist das, glaube ich, 20% oder so nur. Oder 30% vielleicht. Das heißt nur, ja, man freut sich ja auch darüber. Und in Deutschland ist das Problem halt, wenn der Sale anfängt, ist es noch nicht im Onlineshop richtig reduziert. Also wenn man nach Hosen sucht und so, sind die schon reduziert, die im Sale sind. Aber wenn man auf Sale geht, ist es noch nicht da drin. Und jetzt sind die Mamis in Deutschland so verrückt und gucken schon vorher jeden Katalog durch. Und oftmals ist es dann, wenn der Sale richtig gestartet ist, offiziell, also alles im Sale-Ordner ist, ist das meiste schon ausverkauft. Zumindest auch die beliebten Größen sind dann immer alle weg. Jetzt hatte ich das aber in einer Facebook-Next-Mami-Gruppe gelesen, dass der Sale gestartet ist. Und dann bin ich schnell online gegangen und habe ich schnell geguckt und auch noch ein paar Sachen ergattert. Und zwar richtig cool fand ich diese Batik-Shorts. Batik ist ja super in, super trendy. Habe ich euch ja auch schon mal ein Video gemacht. Oder besser gesagt, im Video mal ein Batik-Shirt von uns gezeigt. Die habe ich einmal für Olivia und eigentlich auch für Jerusalem, aber da kommen wir dann gleich zu. Genau, wir haben letztens festgestellt, dass Jerusalem gar keine Badelatschen mehr hat. Und da gab es jetzt diese coolen so Batik-Einhorn-Latschen. Ganz normale Badelatschen, ne? Nichts Dolles. Aber man freut sich ja, wenn man die dann im Sale bekommt. Dann habe ich für die Rosalind hier, die immer so gerne ihre Kleider anzieht, eine richtig schöne Strickjacke. Aber so richtig leuchtend sah die eigentlich online nicht aus. Die lasse ich auf jeden Fall nochmal in der Tüte. Weil ich mich natürlich auch beeilen musste und die Kinder nicht da waren, habe ich natürlich auch ohne zu fragen bestellt. Dann habe ich für die Olivia eigentlich Sommerschuhe nicht vorkaufen, aber ich lieg da eigentlich, also bei der Rosalind lag ich immer richtig und bei der Olivia jetzt eigentlich bis jetzt auch, gab es diese süßen Sommersandalen hier jetzt im Sale und die habe ich direkt mal für nächstes Jahr geschnappt. Dann haben wir nämlich schon Sandalen. Dann hatte ich Glück und habe gerade noch in Olivias Größe die süßen Pepperwood Socken hier bekommen. Die Olivia liebt ja im Moment Pepperwoods total. Die sind aber wirklich, ja, ein kleines bisschen noch zu groß, weil da ist die Olivia auch gerade irgendwie so ein bisschen in der Zwischengröße. Diese Nummer kleiner. Socken haben ja immer so Größe, also viele Größen in einem. Dann gab es diese süßen Bodies hier im Angebot. Habe ich jetzt auch mal in 98. Und dann gab es richtig cool, passend zu der Shorts, diese Batik-Sweatjacke. Richtig cool. Die gab es aber nur noch in einer einzigen Größe, nämlich in 104. Die hätte ich auch gerne gehabt, für mich und für die Rosalind natürlich. Aber, weil bei Next ist das übrigens so, die größte Größe für Kinder ist, glaube ich, 14 Jahre oder 15 Jahre. Und die passt bei 38. Also nicht alles. Ne? Manche Sachen fallen halt klein aus, manche groß, weiß man ja. Aber eigentlich kann ich mir da immer was mitbestellen, wenn ich da jetzt irgendwas Partnerlook haben möchte oder schön finde. Dann gab es von Adidas diesen coolen Anzug hier im Sale. Da werde ich die Rosalind dann gleich mal fragen, was sie dazu sagt. Da sie ja jetzt in der Schule immer Sport hat und auch jetzt in diesem Sportkurs da geht, kann sie ja schöne Sportsachen auch gut gebrauchen. Und dann gab es dieses Set, auch mega süß. Hier so eine gestreifte, sag ich schon, so eine schöne Regenbogen-Shorts mit diesem Pulli dazu. Fand ich auch richtig cool. Ja.
gab es leider aber auch nur für die Olivia. Das war's auch schon von meiner Next-Bestellung. Die Sachen lasse ich, wie gesagt, erstmal hier liegen, auch das ganze Papierzeug. Da können die Mädels nachher nach der Schule mal drüber gucken. Oder besser gesagt, die Rosalind. Die Olivia ist ja leider nicht so entscheidungsfreudig. Und ich werde jetzt mal eben online schauen, ob ich die Jacke noch bekomme. Ich mache jetzt eben Mittagessen. Ich habe gerade die beiden abgeholt schnell, nachdem ich das Paket geöffnet hatte. Jetzt mache ich eben Mittagessen. Die Rosalind hatte sich heute Fischstäbchen gewünscht mit Stampfkartoffeln und Rahmspinat. Das ist ja ganz easy. Ich hole da immer den mit dem Blub, den portionierten, diese kleinen Würfel, weil Spinat wird ja immer nicht so viel gegessen. Mögen zwar alle, aber nur so in Maßen. Ja, da kann man ihm halt super portionieren, finde ich, ne? Wenn man diesen günstigen holt, der ist so in so ein Paket abgepackt, so ein Klotz. Und da schmeiße ich immer die Hälfte dann von weg. Kartoffeln habe ich schon aufgesetzt. Wenn die gekocht sind, dann werde ich die gleich klein stampfen mit ein bisschen Milch. Und dann werde ich die Fischstäbchen anbraten. Für mich habe ich einen Streifen Stremellachs geholt mit Pfeffer. Weil ich mache seit gestern wieder Low Carb. Ja, also ich habe immer noch 2-3 Restkilo von der Olivia. Also die habe ich irgendwie nicht runterbekommen. Und seit der Lockdown, oder es war ja kein richtiger Lockdown, aber so ziemlich, war Corona-mäßig, habe ich echt auch nochmal zugenommen. Also aus den 2-3 Kilo sind so 5-6 Kilo geworden. Und bevor ich mit der Olivia schwanger geworden bin, hatte ich eigentlich auch schon so 5 Kilo zu viel. Gehe ich das jetzt nochmal an. Ich hatte schon zwischendurch mal, also vor der Olivia, super abgenommen mit Low Carb. Das fiel mir anfangs sehr schwer, weil ich sehr gerne Nudeln esse. Oder allgemein wir hier sehr gerne und viel Kohlenhydrate essen. Was eigentlich blöd ist, weil wir zu viel essen und das ja total ungesund ist in Mengen, in diesen Mengen. Jetzt habe ich mich gestern dazu durchgerungen. Ich finde, da muss immer so der Punkt kommen, dass es Klick macht, dass man da richtig Bock drauf hat. Ja. Und also ich finde, es muss einmal im Kopf so richtig Klick machen. Dann klappt das gut mit dem Abnehmen. Aber wenn man immer die ganze Zeit nur so, ja, wäre schon schön, dann kann das nicht klappen. Bei mir war es jetzt gestern so und da habe ich gedacht, los. Ich habe gestern Morgen nämlich nicht gefrühstückt. Vorgestern abends fing schon an, dass ich hier Abendbrot gemacht habe und ich gar keinen Hunger hatte. Dann habe ich gedacht, ach komm, weißt du, dann isst du jetzt auch nichts mehr. Genau, da war ich mit der Rosalind im Sport zu spät noch. Wir haben den Kakao weg. Genau, da waren wir erst so spät vom Sport wieder zurück. Und da hatte ich ja nichts mehr gegessen und dann waren wir zu Hause und die Rosalind hatte noch Hunger. Der habe ich dann noch Abendbrot gemacht und dann habe ich auch nichts mehr gegessen, weil ich keinen Hunger hatte. Und dann habe ich mir gedacht, ach, dann isst du jetzt den ganzen Abend nichts mehr. Lässt du das auch mal, weil ich bin nämlich abends so ein nicht Hungeresser, sondern so ein Langeweileesser. Ja, habe ich nichts mehr gegessen und gestern Morgen hatte ich auch dann keinen Hunger. Wenn ich nämlich abends mich auch nicht so vollstopfe, dann habe ich auch morgens keinen Hunger. Ja, dann habe ich gestern 12, als ich nach Hause kam, mir ein Rührei gemacht. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich ja schon gut ein paar Stunden überstanden ohne Kohlenhydrate. Bescheuert, ne? Ja, und jetzt bin ich dabei, ne? Ich gestern gut durchgezogen, heute wieder. Also ich mache ja nicht ganz ohne Kohlenhydrate, soll man ja auch nicht, sondern sehr stark reduzieren, also aufs Minimum. Meine Kohlenhydrate sind halt Milch im Kaffee, was halt so in manchen Lebensmitteln drin ist. Eigentlich würde ich jetzt auch Fischstäbchen mit Spinat essen, aber da ich da eh nicht so für bin, habe ich mir jetzt einen Stremellachs geholt und dann esse ich da ein bisschen Rahmspinat. Und dann gucke ich mal, wie lange ich das durchhalte. Ich finde, es ist nicht das Schwierige mit dem Durchhalten, obwohl gut, Süßigkeiten, das ist schon schwierig. Aber das Schwierigere finde ich, wenn man dann immer für andere kocht. Oder überhaupt mittags kocht, dass man dann da nicht das normale Essen mitessen kann. Oder dass man da immer, ich finde das eh schon immer so schwierig, einen Wochenplan zu schreiben und zu überlegen, was man jetzt die nächsten 7 oder 6 Tage kocht.
Und dann muss ich jetzt noch überlegen, was ich denn davon essen darf oder wie ich das umwandle oder was ich kochen kann, was ich auch essen darf, damit wir alle das gleiche essen. Ja, das wird dann jetzt ein bisschen noch schwieriger. Aber gut, da muss man sich jetzt dann... morgen mache ich das einen Wochenplan. Also für heute und für morgen habe ich schon... Morgen werde ich... wir haben ja von meinem Bruder eine riesen Zucchini bekommen, die der selber im Garten angebaut hat. Und morgen werde ich einen Zucchini-Tomatenauflauf machen. Da sind dann auch ein paar Kohlenhydrate drin, weil da kommt ein bisschen Sahne rein. Ne? Aber... und für die Kinder und für den Patrick werde ich da Reis zukochen und ich werde das halt so essen ohne Reis. Ja, und dann werde ich, glaube ich, morgen mir mal eine halbe Stunde Zeit nehmen oder eine Stunde vielleicht und meinen Wochenplan schreiben. Und dann hoffe ich, dass ich das jetzt durchziehe. Gewogen habe ich mich jetzt nicht. Das war ja jetzt total spontan und ich will mir da auch nicht so einen Druck machen. Also wenn ich das immer so geplant mache mit dem Abnehmen, mit der Diät, sage ich mal, ist ja eher mehr eine Ernährungsumstellung eigentlich. Klar, jetzt am Anfang wird es ein bisschen drastisch reduziert, aber dann irgendwann isst man ja ganz normale Mengen wieder. Dann hat man sich daran gewöhnt, Kohlenhydrate wegzulassen und tauscht die gegen irgendwas. Wenn ich mir das dann so vornehme und so, dann habe ich gemerkt, dann wiege ich mich echt jeden Tag. Ne? Und das soll man ja nicht machen. Man soll ja so einen Wiegetag machen oder vielleicht mal zwischendurch, wenn man da jetzt das braucht. Aber ja, und deswegen habe ich mich jetzt gar nicht gewogen, werde mich jetzt auch nicht wiegen, auch die nächsten Tage nicht wiegen. Ich gucke jetzt erstmal, wie lange ich das durchhalten kann, so wiege mich dann irgendwann. Ich finde eh, dass man das besser an den Anziehsachen merkt. Gerade auch, wenn man schon Kinder bekommen hat, der Körper, der verändert sich so stark. Man hat vielleicht jetzt zum Beispiel nach der Geburt von der Olivia hatte ich nur 2 Kilo noch zusätzlich. Aber ich habe mich so viel unförmiger gefühlt. Also irgendwie, es ist ja normal. Soll jetzt auch gar nicht, ne, negativ rüberkommen oder so. Aber das ist irgendwie ja, nach Geburten oder nach Schwangerschaften ja total anders verteilt alles. Was auch nicht schlimm ist, aber deswegen kann man auch nicht so unbedingt nach dem Gewicht gehen, finde ich. Man soll sich ja eh immer wohlfühlen und deswegen wiege ich mich jetzt auch gar nicht, mache da gar keinen Stress. Ich habe nur gemerkt, dass meine ganzen Hosen ziemlich eng sind und 2, 3 Hosen, die schon vorher eng waren, gar nicht mehr hochgehen. Und da muss jetzt was getan werden. Vor allem, dass ich mich einfach wieder ein bisschen wohler fühle. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ich jetzt 2, 3 Kilo abnehme und mich dann schon wieder wohlfühle, weil es dann nicht mehr so klemmt. Ne? Aber ich möchte das mit dem Low Carb gerne trotzdem beibehalten. Oder zumindest etwas. Jetzt haben wir ja schon angefangen, ein bisschen vegetarische Tage zu haben. Morgen wird es ja auch wieder vegetarisch sein. Wenn dann noch ein bisschen mehr Low Carb, also mehr weniger Kohlenhydrate, das wäre schon cool. Ja, dann hätten wir ein bisschen unsere Ernährung umgestellt, das wäre schon nicht schlecht. Und dann wollte ich auch ein bisschen sportlicher werden. Jetzt, wo ich ja morgens Zeit habe, auch nicht massenhaft Zeit, aber ein bisschen Zeit habe. Ja, Fitnessstudio oder so, da bin ich einfach nicht der Typ. Da weiß ich ganz genau, da gehe ich vielleicht einen Monat, ziehe ich das durch und dann hängt das wieder an irgendwas, an Ferien oder und dann gehe ich wieder nicht und dann reißt das wieder ein, dann gehe ich wieder gar nicht mehr. Abgesehen davon finde ich Fitnessstudio auch zu zeitintensiv. Ich habe zwar morgens jetzt, aber wie lange habe ich denn? 3 Stunden. Ne? Sport machen, umziehen, duschen, dann sind die 3 Stunden um. Dann habe ich in der Wohnung nichts geschafft, dann war ich nicht einkaufen, dann habe ich kein Essen vorbereitet. Also das kommt nicht in Frage. Habe überlegt, mir so einen Home-Trainer zu holen. Eigentlich gerne einen Stepper oder ein Fahrrad finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Einfach, dass man auch ein bisschen fitter wird. Ne? Also ich werde euch auf jeden Fall über meine Ergebnisse oder auch nicht des Abnehmens auf dem Laufenden halten. Hoffen wir mal, dass das was wird. Also so 3, 4 Kilo erstmal, das wäre schon schön. Hauptsache die Sachen, die passen wieder, nicht so spack. Also ich habe jetzt gerade mit den Kindern noch ein bisschen den Balkon ein bisschen versucht aufzuräumen. Also was heißt aufzuräumen? Umzuräumen, wintermäßig aufzupeppen. Da ist jetzt richtig Chaos. Ich habe jetzt erstmal die Sommerliege weggeräumt und die Kinder haben hier den ganzen Sand ausgekippt.
und auch schon mit Kreide gemalt. Da werde ich gleich nochmal, wenn die Kinder im Bett sind, wahrscheinlich, also aufräumen muss ich ja eh. Der Sand muss ja auch wieder in den Kasten, da wird er auch zugemacht. Das Planschbecken habe ich jetzt schon mal ausgekippt, das muss ich gleich sauber machen und wegräumen. Oder wenn es zu versifft ist, schmeiße ich es weg. Das war ein 1-Euro-Planschbecken. Hat sich richtig gelohnt diesen Sommer. Die Kinder sind jetzt beide in der Badewanne einweichen, weil die ein bisschen matsch vermatscht aussahen. Die werde ich jetzt gleich fertig machen. Ja, obwohl die Sonne hier so schön scheint, werde ich dann langsam Abendbrot machen. Und dann gehen die Kinder auch ins Bett. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und lasst mir doch ein Abo da und einen Kommentar. Oder ein Kommentar und tut gerne gefällt mir. Ich werde hier das nächste Chaos beseitigen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!